Burkhard Bolt hätte ihn nicht erkannt mit der Startnummer 17. Ich habe schon auf dem Rolls-Royce gewartet, morgen, aber heute mit einer Mercedes, ganz neu. Nein, der ist schon ein paar Jahre. Aber laut der Wettervorhersage wollte die Beifahrerinnen einen sicheren haben, ja. 300er SEB Coupé. Ganz etwas Seltenes. Ja, Bauart W112. Sind so ungefähr 3000 Stück sind gebaut worden. Aber auch die Wege so findet wie mit dem Rolls-Royce oder mit dem Morgan. Burk hat alles Gute. Kennt ja das Ötztal in- und auswendig, außer Sölden ist er. Und er fährt schon die 25. Auflage der Ötzer-Klassik mit. Ja, immer alle Jahre dabei. Burkhard Rimmel und die Marien. Und es freut uns, dass er wieder dabei ist. Und hier kommt es vom Vorarlberg herein mit einem Simca Rally 2. Ein tolles Auto, ein seltenes Auto und ein Schmuckstück. Ja, das stimmt. Letztes Jahr habe ich schon reinfahren, aber da hat der WO gegeben und dann habe ich müssen umstellen auf ein BMW und habe aber versprochen, dass ich heuer mit dem Simca komme und heuer hat es funktioniert. Ja, und ich finde das super, denn so ein Fahrzeug ist eine Augenweide, gibt ein Stück in diesem ganzen Fahrerfeld und wir wünschen dir jetzt einmal eine tolle Klassik. Dann werden wir heute mal ein Resümee halten, wie es dir gelaufen ist. Ist gut, danke, ja. Freut mich. Freut mich auf das Rennen, weil es ist eine wunderschöne Landschaft und wunderschöne, tolle Menschen. Ja, Gerald, du machst ja das nicht das erste Mal im heurigen Jahr. Du bist ja schon geübt. Naja, so viel sind wir auch noch nicht gefahren. Planei, Salzburg und Mühlviertel. Also nur viermal? Nur viermal, ja. Und immer mit dem Porsche? Nein, immer mit einem anderen Auto. In Planei sind wir gefahren mit dem, das stimmt. Salzburg sind wir mit dem Jaguar gefahren, mit dem wir eigentlich da gefahren haben wollen, der leider defekt ist. Und Mühlviertel sind wir mit dem BMW gefahren, mit dem 328er Vorkriegs-BMW. Ja, der war natürlich auch schön hier bei der Ötzer Klassik. Der speziell, gell. Ich denke, ich weiß nicht genau, aber ich denke, so 6-7 Mal wäre schon mitgefahren sein. Ich weiß es nicht mehr. Und nein, es war immer schön, es hat immer gut gefallen, war eine tolle Veranstaltung. Eben nicht übertrieben groß und auch nicht schickimicki, was ich eigentlich gar nicht mag. Also mir gibt es eine Tiroler Veranstaltung, auf die das eher zutreffen würde. Ja, ich fahre gern da. Dieter, und heute sitzt du einmal am Steuer und nicht nebenbei. Ja, so wie ein Pfleger. Schauen wir mal, ob ich es gut zusammenbringe bei der Roland. Nein, ich denke schon, und du hast ja einen Top-Beifahrer, der sich schon gut vorbereitet ist. Eine Woche ist er schon im Ötztal zur Vorbereitung, hat das Tal in- und auswendig gelernt. So sieht's aus. Der Schnucki hat uns leider schon, oder was heißt leider, sehr lange mitgenommen und gut hier durchs Tal geführt. Dementsprechend, ich kenne ein paar Strecken, wir sind gut vorbereitet. Ja, dann wünsche ich euch einmal alles Gute und heute geht's rein ins Längenfeld durch das Tal und es gibt eine neue Auflage, lassen wir uns überraschen. Genau. Der Heimvorteil. Wieder, dann wünschen wir alles Gute und Dankeschön. Viel Erfolg. Danke dir. Ja, ja. Der Mustang schnurrt. Ja, alles bestens. Hallo. Ihr seid das zweite Jahr heute hier. Das dritte Mal. Ja. Und wunderschön, freut es euch? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Wünschen wir euch heute eine tolle Ausfahrt. Dankeschön. Alles danke, gut. Danke. Es läuft ganz gut, wir sind zufrieden. Seid zufrieden. Martin? Ja, nein, das passt. Also, ich habe jetzt die Zeit noch geschaut. Also, top zufrieden. Also, besser, wenn wir gemacht haben. Und der Käfer, er geht. Okay, verlauft. Heute kommen wir auch. Heute machen wir ein paar Höhenmeter. Hoffentlich passt das alles. Schauen wir, dass die Auto überleben. Das war das Wichtigste. Und wie läuft es morgen? Sehr gut. Fahrt Erfolg.